Machen wir mal so. Das sieht viel lustiger aus. Warte, warte. Wenn Rika. Warte, wenn So fahre Rika. ich Auto. Warte, wenn Rika versucht einzuparken. Als du vor allen Dingen länger. Und so viel zum Thema. Hier ist das Intro. Da wird man zum Anfang des Videos erstmal wüst beschimpft. Ja, das ist ja das die perfekte Einleitung für das Spiel. Genau. Wir spielen jetzt mal wieder nach längerer Pause eine Runde Gran Turismo, beziehungsweise Rika macht ihre Fahrschule mal fortsetzen. Die lade ich auch mal direkt. Ich muss bei mir nur den Screen anmachen. Moment. So. Damit ich nämlich auch was sehe. Wenn ich lustig bin und vielleicht kommt sogar Marc dazu, dann würde ich sogar nochmal Umfragen starten, ob Rika ihre Sessions schafft. Wo waren wir denn? Arcade, waren wir Kampagne? War das Kampagne? Fahrschule. 97%. Achso, was ich vorhin noch sagen wollte. Resident Evil 4, 90%. Hogwarts Legacy, 87%. Elden Ring, 66%. Alter! So. Oh, ich habe mir gestern doch wehgetan hier hinten. Achso, beim Reiten. Ja, nee, ja, ich war ja spazieren gehen, aber ich hatte die falschen Schuhe. Also, wir vermuten, es gibt hier noch einen Schwierigkeitsgrad schwer, aber Rika hat noch eine Abschlussprüfung. Gut, dass sie die nach längerer Pause macht. Und noch zwei silberne Geschichten. Welche willst du denn jetzt machen? Naja, ich mache jetzt die dritte Silberne. Das heißt, erst den Abschlusstest und danach Okay. alles andere. Müssten Sie auf einer Rundenstrecke nicht nur sicher fahren, sondern auch Ihre Rundenzeit verringern können. Wenden Sie all Ihr Wissen an, das sich bei jetzt angeeignet haben, um den Zeitrennen für Super. über eine Runde an. Okay, du sollst das anwenden, was du kannst, was du aber vor Schön. 2 Monaten das letzte Mal verwendet hast. Wundervoll. Klingt doch hervorragend. Das wird ein bisschen länger dauern jetzt. Ihr Ja, und du werdet die fährst Strecke. einen Porsche Cayman. Warum denn kann ich denn kein. Kann ich nicht ein vernünftiges Auto haben? Anscheinend nicht. Ja, dann schiebe ich es einfach aufs Modell. Du kannst übrigens ihn auch starten. Das Also muss nicht immer alles verzeihen. der Jens machen. Bremsen. Bremsen muss ich. Muss Lenkrad aber. müsste auch schon aktiviert sein, also es dürfte alles wieder klappen. Was weiß ich noch nicht. Ihr hört gerade nichts, weil die Musik bei Gran Turismo leider auch gelizenziert ist und deswegen habe ich sie im Menü ausgestellt. So, viel Spaß. Ja, ich muss erstmal die Ja, Strecke ja, ja, ja. kennenlernen. Ich muss nur Marc Bescheid geben. So. Ist gar nicht schlecht, mein Shake. Wie ist er denn? Nach was schmeckt er denn? Mach mal ein bisschen Werbung. Nein, mache ich nicht, weil ich den selber gekauft habe und Ach so, keinen. du kannst aber gleich mal nachgucken oder kannst das nicht, während ich das hier mache, wegen den Spielen, was ich dir mal gesagt hatte. Die, womit man Geld verdienen kann. Mitten im Video, Ja, mitten ja. im Stream, das ist ganz doll Ja. wichtig. Das mache ich im Nachgang. Ich hatte übrigens nachgeguckt, da war gerade nichts. Da war halt Was ich nochmal. machen könnte, okay. Genau, da war noch einmal das, was alle nervt. Das kennst du nicht. Ja. Und das andere ist halt wieder dieses Star Trek gewesen. Aber Ich Tischler ist muss auch an, das Geld muss ich mir mal verdienen. angucken. Naja, du hast immer noch den OnlyFans-Account und du hast den ganzen Tag Zeit. Sag mal. Lass mich dich damit ärgern. Ich finde dieses Ich Prinzip. sollte das einmal machen und ein Nacktfoto reinstellen, muss ich, und auf dein Gesicht dann gucken. Ich finde dieses. Oh, die Lieblingskurve von dir. Ja. Aber letztes Mal hast du, glaube ich, einen Muscle-Car gehabt. Nee, ich finde das Konzept irgendwie
Ich weiß noch nicht, ob ich es interessant oder traurig finde. Es ist teilweise interessant, teilweise traurig. Das Konzept allein zu sagen, wir haben ein Format oder eine Plattform, die nur für die Fans ist, ist eigentlich top. Also, dass man da nicht früher drauf gekommen ist, ne? Wo sich halt Fans quasi monatlich einkaufen. Ja, aber das tun die ja nicht. Also, doch. Das ist nur für Sex. Ja, aber genau, für die Fans von diesen Sex-Dingern. Ja, Rika. Es war die erste Runde, bitte. Ja, nein, es sind halt, es ist ja speziell für die Fans von bestimmten Darstellern oder Leuten, die halt, ne? Sagen wir mal, es gibt ja auch Erotikmodel, die sich jetzt nicht komplett nackt zeigen, aber dann über OnlyFans zum Beispiel, ne? In Amerika sind auch viele Twitch-Streamerinnen, die halt nicht ganz so prüde sind, haben sowas. Ne? Amaranth hat zum Beispiel... Wozu war jetzt dein Kommentar? Oha, frage ich mich gerade. Das war schon lange vor der Erklärung. Nee, genau. Also, ich finde das Konzept interessant. Ich finde es aber schade, dass es wieder halt dieses Sex-Ding ist. Es ist halt wieder... Ja, die Leute sollen an sich... Oder die Frauen, Männer sollen machen, was sie wollen. Aber... Es hilft irgendwie keiner Partei so wirklich. Sag, wenn ich neu starten soll. Ne, zum einen sorgt es nicht dafür, dass Frauen nicht nur als Sexobjekt gesehen werden, weil aber auch Frauen... ja dieses Sexthema offiziell benutzen, um damit Geld zu verdienen und damit dafür sorgen, dass das halt so gesehen wird. Aber zum anderen, Sexualität ist halt so alt als Geschäft in alle Richtungen, ne, dass ich es nicht schlimm finde. Es ist halt so eine, es hilft sich quasi nicht selber, dass sich vor allem, weil es halt viele Frauen machen, sich selber ernst nimmt. Aber du konzentrierst dich gerade, ich quatsch nur Unsinn. Hi DMS, wie geht es dir denn? Hast du dir schon überlegt, was du für ein Intro-Video haben willst? Oder keine Zeit gehabt? Ich bin gerne bereit zu helfen. Ich habe als neues Video mir herausgesucht, das Facepalm von Captain Picard. Perfekt, die Kurve genommen. Ja, da ist mir noch nichts eingefallen. Nicht schlimm. Das war ein bisschen zu hart in die Eisen gegangen. Du bist doch schon längst drüber. Acht Sekunden schneller als beim letzten Mal. Also, um Rikas Frage zu beantworten. Ich bin ja jetzt im Fitnessstudio und ich hatte eine Körperanalyse. Und da unten mir geht es so lala. Oh, das klingt aber nicht so gut. Und... ich soll Gewicht verlieren und mir wurde gesagt, ich soll dann über den Tag immer mal wieder was essen, weil ich halt auch lange immer nichts esse, damit mein Körper checkt, der bekommt Energie und kann halt Fette verbrennen und abends soll ich mich eiweißreich ernähren. Ich hatte gestern Stromausfall. Oh, das hatte ich aber lang nicht mehr. Nur wenn ich selber die Sicherung rausgeballert habe. wie kam's? Nee, auf jeden Fall. Und jetzt habe ich mir halt einen puren Eiweiß-Shake geholt, den ich jetzt als abends zum Abendessen zu mir nehme. Damit ich abends was esse, sonst vergesse ich das nämlich auch gerne. Oder Nahrung in mir habt. Aber jeden wonach Abend, schmeckt der? Nach Vanille. Bäh. Was denn? Ich fand Vanille besser als Banane. Echt? Ja. Bei Banane hätte ich wenigstens was davon. Das ist, glaube ich, auch einer, der ist laktosefrei. Mhm. Und ich benutze Mandelmilch statt Fettmilch, also Kuhmilch. Also der müsste mehr als gesund sein. Ich habe auch noch einen gesehen, der vegan war. Mhm. Da war halt alles, ne, der war auf Soja basierend. Mhm.
Ich wollte aber nicht ganz so in diese Richtung gehen und deswegen habe ich mich dann dafür entschieden, auch zum Probieren. Felix, also ein Kollege von mir oder ein ehemaliger Kollege von mir, hatte mir einen empfohlen, der schmeckt nach Butterkeks. Auch geil. Ja, aber ich will mal diese Sondergeschmack. Ich kann mir darunter nicht vor allem nicht auf Dauer, dass das lecker sein kann. Na, kommst du noch an die 1,58? Nee. Aber schon wieder besser geworden. Außerdem Bar-Vanille. Wie heißt dein... Welchen Geschmack hat dein komischer Pudding, den du dir ständig... Vanille. Holst? Ja. Aber mein Vanille... Wieso ständig? Den habe ich jetzt nach über einem Monat mal einmal jetzt geholt. Einmal. Ich habe nur die laktosefreie Milch im Kühlschrank gesehen. Ich dachte, du könntest die vielleicht noch leer trinken, den Rest da. Klar, die kann... Warum gibst du kein Gas mehr? Doch, mach ich doch. Ich musste nur ein bisschen vom Gas runter wegen der Kurve. Nein, die kann ich gerne mit verwenden, wenn du das möchtest. Ja, dafür habe ich die aufbauen. Sind noch ungefähr 400 Milliliter drin. Jo, ein Shake. Also 300 Milliliter ist dann ein. Ja, dann ist es ein Shake. Ich würde mir wahrscheinlich dann nachher noch einen machen und in den Kühlschrank stellen, damit er richtig schön kalt ist. Jetzt werde ich auch zu so einem gesunden Mensch, so einem Fitness-Influencer. Gesundheits-Influencer. Ich gebe euch demnächst allen Tipps und nerve total, was ihr bloß sein lassen müsst. Ich muss nur 4 Kilo abnehmen. Also 3 bis 4 Kilo. Ja, aber du musst ja auch mehr Muskeln aufbauen. Also vor allen Dingen muss ich nicht unbedingt, das wäre dann nur mein Wohlfühlgewicht. Dafür soll ich das machen. Jetzt kannst du neu starten. Das kannst du auch. Bist du lahm? Du weißt den Knopf nicht mehr. Warum gibst du gerade kein Gas? Ich gebe Gas, Schatz. Ich habe das Pedal voll durchgedrückt. Nein, das wird nix. Mach ich halt wieder ohne Schuhe. Da gibt jemand Gas. Ja, dann waren das die Schuhe. Das sagt Hamilton auch immer. Das waren die Schlappen beim Fahren, die mich gestört haben. Naja, sowas hat Hamilton früher wirklich gesagt. Nur, dass er keine Schlappen anhatte. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja. Es war immer alle anderen schuld. Aber der ist immer noch ein großkotziges Arschloch. Und ich bin auch froh, dass der erstmal nicht mehr auf Platz 1 ist. Du hast lang kein Formel 1 Verstappen mehr geguckt. War jetzt, ist es auch nicht jetzt der umgänglichste. Aber er ist der älteste Dino. Verstappen ist doch kein Dino. Verstappen ist einer der jüngsten Formel 1 Rennfahrer der Geschichte. Jetzt, du warst so gut. Ja, das war, weil ich geredet habe. Ich darf nicht mit dir reden jetzt. Ich muss die Klappe halten. Ich habe das ja nicht mehr so verfolgt, aber ich habe ja einem Kumpel von uns vorgeschlagen, wenn das nächste Mal da ist, dass ich bis dahin halt quasi Formel 1 besorgt habe, was er da mit dem Lenkrad mal am PC spielen kann. Würde dich das denn auch interessieren? Mhm. So ein Formel 1 Spiel? Mhm. Warte, die Stelle hast du jetzt schon besser gemacht. Ich sehe ja deinen Geist hinten im Rückspiegel. Perfekt. Nee, das war falsch. Energieversorgung hat durch einen Fehler ein Trafohaus geschrottet. Das Dieselaggregat hatte nur begrenzte Leistung. Teilnehmer durften über Nacht kein Licht machen und keine Geräte verwenden. Also heute alle kein Akku mehr und wir durften keinen Computer anmachen. In der IT-Ausbildung. Und der doofe Ausbilder quält mit Aufgaben und Papier. Ist die Jugend von heute einfach nicht gewohnt. Das kann ich nachvollziehen.
Ja, aber kannst du nicht mal ein sympathischer Ausbilder sein? Musst du sie mit Papier quälen? Dann gibt man den frei. Bis jetzt liegst du noch ganz gut. Das ist jetzt die letzte große Kurve. Na, nee. Der hätte ich am Ende hat er dich echt noch aufgeholt. Du musst die letzte Kurve, glaube ich, ein bisschen anders nehmen. Und du kannst mehr Curbs benutzen. Mehr Curbs, mehr über die Ränder fahren. Ja, ich habe sie gegen 14:30 schon entlassen, aber im Internet war ja auch nichts los ohne Sprung. Das stimmt. Sag, wenn ich soll. Hä? Mm-mm. Ach, im Internat. Sind deine Auszubildenden im Internat oder was? Also... Jetzt. Was, das hättest du dir doch denken können. Wieso gibst du denn in diese Kurve weiter Gas? Nein, ich habe Internet gesagt. Ich habe nur ignoriert, dass du Internat gesagt hast. Jupp, viele kommen aus ganz Deutschland. Aha. Jetzt. Weißt du was? Ich habe das, was du arbeitest, noch nicht so ganz verstanden. Das musst du hier auch nicht erklären. Ich kann mir nur ganz wenig unter deinem Beruf vorstellen. Ich habe immer im Kopf irgendwas mit IT und du bildest aus. Du müsstest 10 Sekunden besser werden, dann hättest du Gold. Irgendwas wie IT klingt wie irgendwas mit Medien. Jetzt? Jetzt. Was hast du denn? Tokio. Kannst du es ja leise auf dem Handy anmachen, sodass ich das nur höre. Na, mach. Warum? Ja, warum nicht? Ich brauche Hintergrundmucke. Zum Antrieb. Ich habe doch gesagt, wir werden die Strecke heute hier noch öfters sehen. Das war mir klar.
gebe Tokio ein und ich bekomme Tokio Hotel, natürlich. Tokio Drift. Rika, meinst du nicht, ich weiß, was ich angeben wollte? Nein. Na? Ah. Ich mach's wieder aus. Nein, lass das jetzt! Lass das jetzt! Mittlerweile war auf Dauerschleife! Ich finde vor allem, also da habe ich mit Rika öfters schon drüber geschritten, ich finde ja von den alten The Fast and Furious Filmen 2 den schlimmsten. Ja auch eigentlich. Und das. Was? Ich will herum. Seht ihr, das ist die Musik. Soll ich andere Musik Nein. anmachen? DMS passt denn vom Ton und Mikro Abmischung allem. Jo, ich denke, das passt alles. Das war auch ein Gedanke. Hättest du denn Lust, Need for Speed Unbound zu spielen? Underground meinst du? Unbound, nein, das Neue. Nein. Das ist halt wie, halt kannst auch Kachen so designen wie in Tokyo Drift. Mhm. Und mit Underground Straßenrennszene. Underground 2 habe ich ja sogar hier. Mhm. Für die Xbox. Na, guck dir diesen Hintern an. Lass. DMS, bist du denn so Rennfahrspiel ab und an mal? Rennfahrspieler. Jetzt nicht mehr? Was machst du denn? Hat Marc geantwortet? Nee, leider nicht. Also der schaut sich das hier gerade nicht an. Oh ja, lass das. Ich habe gar nichts gemacht.
Jetzt fährt die morgen irgendwo hin und hört erstmal Tokyo Drift Musik im Auto, die armen Reifen. Mit den neuen Reifen kann ich. Ich dachte, ich habe die Chance verpasst, das mit den alten zu machen. Rika, dein Auto ist nicht darauf ausgelegt, dass der sowas aushält. Nein, aber man sagt so. Du verziehst, wenn du da rausrutschst, hast du voll Panik davor. Achso. Hm? Ich wollte gerade wissen, was das für ein Lied ist. Das Bessere. Hä? Als was? Als das Erste. Ja, aber das Erste ist doch das Bekannte für Tokio. Ja, aber das ist besser, finde ich. Ah. Naja, ich habe früher viel Wipeout auf der PS2 gespielt, aber sonst nichts mehr so. Oh. Auf der PS2 habe ich halt Need for Speed Underground 1 ganz viel gezockt. Wipeout kenne ich auch noch auf der PlayStation. Und überleg mal, wie sonst noch an Rennspielen gespielt. So ein bisschen Need for Speed dann später als Hot Pursuit oder so, aber dann auch nicht mehr mega groß. Ich hab mir mal erzählt, bei Need for Speed Underground war es dann immer so, erst hat man halt die normalen Karren gehabt, dann irgendwann hat man ja die ersten Designs bekommen, dann hat man die Wagen eingefärbt und designt, ne, so bunt wie möglich, dass einem die Augen bluten. Du driftest jetzt ja schon. Ich mach das gleich aus, wenn du hier weiter falsch fährst. Und dann gegen Ende hatte man entweder den Nissan Skyline oder den Mitsubishi Eclipse und der war komplett schwarz mit weißer Unterbodenbeleuchtung. Wenn du böse warst, mit roter Unterbodenbeleuchtung. Mattschwarz vor allem. Ja, Need for Speed nur als zweiter Spieler mit meinem Bruder. Nee, das habe ich dann durchgeballert. War auch überraschend, dass ich das gespielt habe. Und ich habe jedes Rennen dann irgendwann auch gewonnen, nachdem ich halt geübt habe. Also ich kannte mit dann irgendwann Strecken automatisch und wusste, wie ich die reinkommen musste. Weil die ja in dem Spiel quasi ja immer wieder neu verwendet wurden. Mal andere Teile oder mal gespiegelt oder rückwärts. Ich weiß nicht, wie ich die 1,50 kriegen soll. Indem du vernünftig fährst. Mhm. Allein die Kurve hast du doch schon wesentlich besser hingekriegt, als das, was du da jetzt fabrizierst. Ja, bin ich aber zu langsam. Ja, das hängt ja nicht nur allein an dieser Kurve. Naja, und Mario Kart, aber das zähle ich nicht in dem Sinne als Rennspiel. Rick hat auch schon Rennspiele gespielt, Mario Kart und wie heißt es? Little Planet Karting heißt es, glaube ich, ne? Das wolltest du ja damals unbedingt hier holen. Hm. Und Lego Racers. Hm. Es gibt auch ein neues Lego Rennspiel, ne? Lego Racers 2K, da hatten wir ja letztes Mal schon mit DMS drüber gesprochen. Wäre das denn für dich interessant? Das wäre für mich interessant. Da kannst du nämlich wirklich dein Auto selber bauen. Das kannst du bei Lego Racers eigentlich ja auch. Ja, lass. Weißt du, was das Silberne war? Ich glaube, das war das Driften. Das werde ich auch nicht besser hinkriegen. Also hast du gerade überlegt, ob du was anderes erstmal machst. Mhm. Guck mal, die hast du schön sauber rausgefahren.
Ihr seid gleich auf. Sehr gut, er ist weit hinter dir. Nee, das war zu früh Gas gegeben. Da hast du es verbockt. Du warst noch nicht mal am Scheitelpunkt der Kurve vorbei und hast wieder Gas gegeben. Weil du Angst hattest, dass der hinter dir an dir vorbeizieht. Mhm. Achtest du denn auf den Rückspiegel? Mhm. Du lässt dich von dem vor dir aber ganz schön hetzen. Dadurch machst du Fehler. Lass mich den einholen. Komm, gib Gummi. Zu gierig. Weißt du denn, was da der Fehler war? Zu krass aufs Gas geben bestanden? Bisschen besser regulieren. Bleib schon mal. Noch nicht. Jetzt. Jetzt Gas geben. Der ist weit hinter dir. Du könntest die 58 schaffen.
sogar die 56 geschafft. Jetzt können wir wenigstens gucken, ob danach was kommt. Okay. Ey, mein linkes Knie tut so weh, ne? Vom Angespanntsein. Ja, also meine Narbe tut halt weh. Ah. Oh, also Voldemort kommt. Bremst. Was ist das? Ja, wenn dir deine Narbe weh tut. Ja, meine Narbe tut weh. Also. So, jetzt sehen wir es ja. Nee, scheiße, warum nicht? Warte. Ach so, doch, okay. Mittel 3 abgeschlossen. Sie haben ein geschenktes Auto erhalten. Was bekommst du? Besser. Ein Toyota. Fahrschule, genau. Jens Kirby, du hast 100% der Fahrschule abgeschlossen. Jens Kirby, du hast 25% der Kampagnenmodus abgeschlossen. Haben die es schon ausprobiert? Okay. Ah, okay. Nö, gibt's wirklich nichts mehr. Okay. Ja, dann perfektionieren. Was ist denn das andere? Das ist deine eine Runde. Ja, das weiß ich. Und das andere? Das Rennen kraftstoffsparend beenden. Ach, diese Scheiße, wo du mir den Kraftstoff dann regulieren doch, musst. Ja. Mal DMS gibt dir nicht mal einen Klapp. Krieg ja. Von mir ein. Danke. Das ist in der letzten auch nicht dringend. Ich glaube schon. Das sah sehr gut aus. Meinst du? Außerdem müssen wir noch bis 9 die Zeit füllen. Wobei du auch einfach mal ein Rennen machen könntest. Dann lass mal die 24 machen, bitte. Dies ist die Abschlussprüfung des Anfängerabschnitts. Sie sollten jetzt die Fähigkeiten besitzen, eine Rennstrecke effizient durchfahren zu können. Rufen Sie sich in Erinnerung, was Sie gelernt haben und versuchen Sie, eine fehlerfreie Runde zu fahren. Go, Rika, go! Das hast du nicht vorgelesen! Weil es hier auch noch gar nicht steht. So. Dann... Na verdammt, wir hätten noch eine neue Folge starten können. Ja, lass mich die noch machen, dann machen wir eine neue Folge. Mindestens Bronze. Ich dachte, du wolltest eine neue Folge. Ach ja, ja jetzt mach nicht. Ich so doch. Während ich hier sitze wie ein Schluck Wasser und Rika fährt, beende ich diese Folge und ihr werdet direkt in der nächsten Folge reingelassen. 3, 2, ciao.